Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Unpacking. Und zwar habe ich bei Büchertöne bestellt, nämlich dieses Paket. Ich weiß absolut nicht, warum dieses Paket so riesig ist. So viel habe ich gar nicht bestellt. Und es ist auch nicht meine Schuld tatsächlich, dass ich bestellt habe, sondern es ist der Nina ihre Schuld. Die Nina hat mir nämlich geschrieben: Oh, Jenny, guck mal, auf Büchertöne gibt es die und die Bücher, die wolltest du doch unbedingt haben. Und ich saß nur so da und dachte so, okay, wenn du da jetzt eh zwei Bücher bestellst, dann guckst du noch mal. Und schwupp hatte ich natürlich mehr als zwei Bücher in meinem Warenkorb. Aber so ist es. Aber ich habe tatsächlich gar nicht so viele bestellt. Ich weiß weder, warum dieses Paket so schwer ist, noch warum es so groß ist. Aber wir schneiden es jetzt mal auf und schauen mal rein. Ich glaube, insgesamt müssten fünf oder sechs Bücher drin sein. Also ich habe noch drei oder vier mehr bestellt, als ich eigentlich bestellen wollte. Aber ich glaube, da war auch irgendwas dabei, was ich sowieso schon gelesen habe, dass ich nur fürs Regal bestellt habe. Von daher ist das nicht ganz so schlimm. Aber lasst uns mal reinschauen. So. Da. Das stimmt, das habe ich auch bestellt. Und dann erstmal hier das ganze Papier rauskriegen. Oh. So, und zwar haben wir hier direkt das erste Buch, weshalb ich bestellt habe, wo die Nina gesagt hat, guck mal, das haben sie gerade. Und zwar von Stefanie Hasse, Schicksalsbringer, ich bin deine Bestimmung aus dem Löwe Verlag. Das stand eigentlich tatsächlich, glaube ich, gar nicht auf meiner Wunschliste, beziehungsweise nicht so weit oben auf meiner Wunschliste. Es hat mich zwar interessiert, aber es war jetzt nicht so, wie ich gesagt habe, ich muss es unbedingt haben. Aber da es das dann echt super, super günstig dort gab, habe ich mir gedacht, hey, komm, dann nimmst du es jetzt mit. Und ja. Dann genau das Buch, das ich bestellt habe, das ich allerdings schon gelesen habe, das ich aber noch für mein Bücherregal brauche, ist Reckless von Cornelia Funke, nämlich Lebendige Schatten, der zweite Teil. Jetzt fehlt mir nur noch der dritte, dann habe ich alle vollständig. Das ist tatsächlich leider hier oben ein bisschen schamoriert, aber es ist auch unten, also der Schutzumschlag ist ein bisschen verschrammt, aber das ist nicht so schlimm. Das war auch echt nicht teuer, von daher halb so wild. So, dann ein Buch, das damals, als ich mit Jessie und David beim Löwe Verlag war, hatte die uns das, glaube ich, vorgestellt. Und irgendwie hat es mich doch ein bisschen angesprochen. Und jetzt habe ich gesehen, dass sie das da hatten, auch relativ günstig. Und habe mir gedacht, ich nehme das mal mit. Und zwar von Hillary Freeman, Mein schönes falsches Leben. Und hier geht es nämlich irgendwie. Oh, da hinten steht nichts drauf. Genau, um Ella. Und Ella wacht eines Morgens auf und auf einmal hat sich alles verändert. Ihre Haare sind über Nacht mehrere Zentimeter gewachsen. Sie ist plötzlich eine Einserschülerin und ihre Eltern haben sich doch nicht getrennt. Was zunächst gar nicht so schlecht klingt, entwickelt sich zu einem wahren Albtraum. Denn ihr Freund weiß nicht mehr, dass sie schon seit Jahren zusammen sind und ihre beste Freundin erkennt sie nicht wieder. Verzweifelt versucht Ella herauszufinden, was mit ihr geschehen ist. Und sie will halt eben in ihr altes Leben zurück. Und das klingt ziemlich cool, das klingt sehr mysteriös und deswegen hat es mich wahnsinnig interessiert und deswegen habe ich das einfach mal mit reingepackt. Okay, insgesamt waren es sechs Bücher tatsächlich. So, dann. Sie stürzen alle ab. Dann habe ich, weil ich ja auch schon Ewigkeiten drum rumschleiche und irgendwie das Cover spricht mich überhaupt nicht an, aber die Story an sich hört sich irgendwie interessant an. Und jetzt habe ich es einfach mitgenommen, weil ich mir dachte, ach, bevor ich da noch ewig drum rumschleiche. Und zwar von Melissa Gray, Midnight Girl, das Lied des Feuervogels. Und hier geht es um Echo, keine Ahnung. Genau, und sie hat damals als Ausreißerkind heimlich in der National Library Unterschlupf gefunden und dort eines Nachts das magische Volk der Avisen entdeckt. Ich habe keine Ahnung.
Seitdem lebt sie halt als einziger Mensch bei diesem Volk direkt unter den Straßen Manhattans. Magische Portale öffnen in Sekundenschnelle den Weg ans andere Ende des Erdballs. Doch ein uralter Zwist bedroht diese Welt und so macht Echo sich auf die Suche nach dem Feuervogel, dem Wesen, das der Legende nach den Frieden bringen kann. Ich finde, das hört sich eigentlich ziemlich cool an und ja, deswegen habe ich auch dieses mit eingepackt. So, dann kommen wir zum vorletzten Buch. Ein Buch, wo ich mir letztens mal den ersten geholt habe und jetzt habe ich gesehen, dass es hier auch den zweiten gibt und habe ich mir den auch mal mitgenommen. Ich habe den ersten tatsächlich noch nicht gelesen, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es mir gefallen wird, aber der zweite war jetzt auch nicht so teuer. Deswegen habe ich gedacht, falls mir der erste gefällt, dann will ich vielleicht weiterlesen und ich glaube, die lesen sich relativ schnell. Und zwar Digby von Stephanie Trumley, den zweiten Teil und das ist ja irgendwie auch so eine... Ja, so eine Detektivgeschichte. Irgendwie so ein bisschen Richtung Sherlock Holmes. Und ja, das hat sich auf jeden Fall interessant angehört. Deswegen habe ich mir damals den ersten geholt und jetzt habe ich mir noch den zweiten geholt. Und ich bin sehr gespannt, wie es sein wird, wenn ich das dann mal lese. Und dann kommen wir zu dem Buch, weshalb ich eigentlich bestellt habe. Das ist auch das letzte Buch im Karton. Jetzt muss ich nur den Karton irgendwo hin tun. Und zwar, oh, das ist in einem super Zustand, habe ich hauptsächlich bestellt, weil ich haben wollte, von Alana Falk, Sternensturm, das Herz der Quelle. Ja, weil ich das bei der Nina gesehen hatte und gesagt habe, oh, das will ich auch unbedingt, wenn es weg ist, weißt du, wo es ist. Und ich glaube, deswegen hat Nina dann, als sie gesehen hat, dass es das da gab, mir sofort geschrieben, du musst das bestellen, das gibt es gerade dabei. Bei Büchertönen, ganz, ganz günstig. Und ich hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als wirklich zu bestellen. Aber es sind tatsächlich nur 6 Bücher. Was ich für meine Verhältnisse wirklich erstaunlich finde, weil, ja, sonst habe ich ja immer so Riesenbestellungen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hatte auch irgendwann keine Lust mehr. Und habe dann auch irgendwann einfach aufgehört zu gucken. Ich mir so dachte so, das sind so viele Bücher hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit diesen ganzen Büchern. Bestellst du einfach nur erstmal diese und dann ist gut. Und zwar nochmal im Schnelldurchlauf, aber richtig rum vielleicht. Sekunde. Okay, wir machen das so rum. So. Diese Bücher habe ich bestellt. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf, sie zu lesen. Und hoffe euch, dass wir... Nein, nochmal. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dann!